Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Da stellt euch mal vor, ihr kommt nach Hause, denkt nichts Böses, guckt auf YouTube, seht dieses Video. The impossible push-up. What's up, guys? So it's time for another challenge. The internet is full. Ja. Next Workout heißt der Kanal und es wird mir vorgeschlagen, der unmögliche, also the impossible push-up, nur eine Wiederholung. Und dann guckst du dir das Ganze an und denkst dir natürlich, okay, das musst du eigentlich auch drauf haben, oder? Ja, wie kommt diese Challenge zustande? Eigentlich ganz einfach. Es gibt 1000 Videos vom Impossible Pull-Up auf YouTube. Der Impossible Pull-Up funktioniert so, ihr geht eine Minute hoch und eine Minute runter. Ist extrem hart. Also ich bin sowieso nicht so stark in Pull-Ups, aber da denke ich mir, uff, okay, das ist echt nicht so easy. Und er macht aber den Impossible Push-Up. Und genau das gleiche probieren wir heute auch. 1 Minute 30 runter, 1 Minute 30 hoch. Ich habe gerade eben gegessen. Das wird auf jeden Fall eine miese Sache. Wir haben übrigens schon richtig spät und haben jetzt 23 Uhr und ich mache so eine scheiß Push-Up-Challenge. Okay, wir starten gleich schon direkt los. Ich stelle hier die Stoppuhr hin, sodass wir es beide sehen können, also du und ich. Und dann haben wir das so ein bisschen im Blick. Am Ende des Videos nominiere ich ein paar Leute, die das Ganze bitte auch ausprobieren und andere Fitness-YouTuber nominieren. Vorausgesetzt, ich schaffe es überhaupt. Ich habe gar keine Ahnung, ob ich es schaffe. Aber naja. Ganz wichtig noch, wenn du neu bist auf diesem Kanal, würde mich sehr freuen, wenn du abonnierst und mit uns zusammen am Start bist auf diesem Kanal. Mein Name ist Daniel. Ich mache auf diesem Kanal Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Und vielleicht bist du ja der nächste Abonnent. Wenn du Bock hast, schreib mir in die Kommentare, ich habe abonniert, damit ich dich herzlich willkommen heißen kann bei uns auf dem Kanal. Aber wir starten jetzt erstmal direkt los mit den Push-Ups. Puh, okay, ich muss schon sagen, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich überhaupt nicht schaffe. Ach, und dass ich zu viel gegessen habe. Okay, wir starten hier bei 10 Sekunden, damit ich auch richtig einsteigen kann. Also, let's go. Shit, Alter, ich bin nervös, ey. 5. Go. The past is the future. I'm leaning towards moving.
Okay, Leute. Ich habe es nicht geschafft. 2 Minuten, ja, kann man sagen, 45. Mir hat gar nicht mehr so viel gefehlt. Das heißt, ich hätte bis 3 Minuten 10 hätte ich durchhalten müssen. Aber der Weg hoch ist echt brutal. Und vor allem nach so einem Tag. Aber ich glaube, wenn ich es nochmal probieren würde, schaffe ich es auf jeden Fall. Shit, ey. Aber coole Challenge. Time under tension. Sehr interessante Methode, generell zu trainieren und auch sein Muskelwachstum ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber ich nominiere jetzt natürlich noch ein paar Leute, die diese Challenge auch probieren sollen. Also hier, ich habe 10 Sekunden, vor 10 Sekunden, 10 Sekunden gedrückt. Ich habe gedrückt und dann bei 10 Sekunden gestartet. Das heißt, ihr müsst runter, 1 Minute 30, 1 Minute 30 hoch. Und das Ganze wäre dann bei 3 Minuten 10 zu Ende gewesen. Okay, das sind meine Zahlen. Bis 2 Minuten 48 bin ich gekommen. Und jetzt seid ihr dran. Ich nominiere für diese Challenge natürlich Pete R., King of Push-Ups. Ich bin mir sicher, er schafft es easy. Und natürlich, wer immer Push-Up-Challenge macht auf YouTube, Sascha Huber. Ich bin mir sicher, er packt es auch. Er ist auch functional-mäßig auf jeden Fall in manchen Bereichen auf jeden Fall fitter als ich. Er schafft es bestimmt auch. Und damit auch eine Frau dabei ist, Mintu. Du bist auf jeden Fall fit, was Push-Ups angeht. Viel Spaß bei der Challenge. 2 Minuten 48, ziehen wir 3 Sekunden ab. 2 Minuten 45 sind zu knacken. Und ich habe alles erklärt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann. Ciao, Alter. Ich gehe jetzt erstmal duschen.